Konflikt ist der, dass eine Frau, die in der Aristokratie des 19. Jahrhunderts in Russland lebt, fest verheiratet ist, einen Sohn hat und ihr ein Mann begegnet, der in ihr die ganz großen Liebesgefühle provoziert. Diese Frau sich in diesen Mann verliebt, mit diesem Mann leben möchte und sozusagen die Institution Ehe durchbricht. Und dadurch, dass ihr Ehemann nicht zu einer Scheidung einwilligt, wird sie zu der Ausgestoßenen einer Gesellschaft. Wir mussten uns entscheiden, da ein Libretto zu gestalten, was sich auf bestimmte Teile konzentriert. Und in diesem Fall ist es sicherlich diese Dreierbeziehung Anna Karenina, Karenin und Wronski, die Geschichte von Dolly und Stiva und die Geschichte von Kitty und Levin. I feel like he's quite in touch with his emotions. He's a sensitive person, and yeah, because of that, he kind of has a bit of a rollercoaster ride throughout the ballet. You know, he's very affected by the things that go on around him. He's certainly a lot more naive than the other characters. Das Bewegungsmaterial von Levin ist einfach viel, viel weicher. Es ist viel erdnah. Es hat immer was mit dem Boden zu tun. Während die Tänzer vom Ball und Salon, die sind auf Spitze, die versuchen immer das Elegante, schöne Schultern zu zeigen, Eleganz zu zeigen. Eine Musikauswahl zu finden, war gar nicht leicht. Und ich bin bei Rachmaninow fündig geworden, weil ich diese Musik einfach sehr liebe und weil die sehr schön ist, brauchte aber auch einen Kontrast dazu. Da ist Lutosławski mir über den Weg gelaufen, sein Klavierkonzert und einzelne Klavierstücke von ihm, die sich so ein bisschen anhören, als würde der Rachmaninow auf einmal dekonstruiert werden. Das heißt, es gibt ein anderes Hörerlebnis, es gibt ganz viele Brüche und das ermöglicht, mehr die Charaktere zu zeichnen, Abgründe zu zeigen, Verzweiflung zu zeigen. Im Prinzip ist Tanz das, was ich fühle. Für mich gehört das zusammen. Wenn wir nicht fühlen würden, könnten wir nicht tanzen oder eine Geschichte erzählen. Für mich sind die letzten Momente die tiefsten und die stärksten, die ich auf der Bühne erlebe. Eine Gefühlsexplosion, die buchstäblich die Seele, das Herz und die ganze innere Welt in Stücke reißt. Wenn ich das tanze, ist es wirklich unbeschreiblich. Und ich wünsche mir, dass die Zuschauer das nachempfinden können. Also ich glaube, dass diese Geschichte der Anna Karenina universell ist.
Wo gibt Gesellschaft die Gesetze vor? Wo kann ich den Gefühlen folgen? Wo kann ich dem folgen, was ich eigentlich möchte? Kann ich einen Kompromiss schließen? Bin ich kompromisslos? Stürze ich mich damit ins Unglück? Ich glaube, das sind alles Konflikte und Probleme, die bis heute immer noch überall Thema sind.